Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider, Kitesh erkunden. Ich bin im Zentrum von Kitesh, der verlorenen Stadt. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, mich genauer umzusehen, aber Trinity hat den Durchbruch fast geschafft. Die göttliche Quelle befindet sich auf der Spitze des höchsten Turms, aber der Weg nach oben ist lang. Wenn ich versage, war alles, was ich getan habe, alles, was wir getan haben, umsonst. Ich muss weiter. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider im Ladebildschirm. Ist immer sehr schön, dass hier im Ladebildschirm immer diese Texte angezeigt werden, die nochmal daran erinnern, was zuletzt gerade passiert ist. Und weil ich den sonst nicht aufnehme, dachte ich, mach das mal. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Ja, auf jeden Fall. Aber bei meinem Glück, naja. Das Outfit finde ich nach wie vor gerade an der Stelle sehr unpassend, aber mach mal. Ich glaube, das hatten wir auch schon gemacht. Was ist eigentlich das da noch? Okay, das war nur dieses komische Rad. Da vorne wollen wir hin. Ja, da bin ich aber ganz unten dann. Das ist gefällt mir nicht. Dann lieber nochmal irgendwie dahin. Oder nochmal zurück. Kann man auch nochmal zurück? Ich glaube, ich kann nochmal zurück, ne? Oh nee, ich kann nicht zurück. Schade. Das ist blöd. Na gut. Dann muss ich runter. Sonst wäre ich nochmal ins Lager gegangen. Nur um mich umzuziehen, natürlich. Körbchen. Muss ein bisschen aufpassen hier, glaube ich. Das ist natürlich auch schön. Da sind auch sehr viele Sachen. Frage ist auch, wo finden wir noch... Ach, guck mal, da könnte man doch auch noch mal hin. Können wir das mal einbomben? Genau, nimm mal das noch mit. Das auch. Ein alter, geschnitzter Heidengott. Vielleicht ein Fruchtbarkeitssymbol. Ist schon Jahrtausende alt. Ja, sie hat ja nicht viel Zeit. Aber wenn sie dann was findet, freut sie sich wahrscheinlich umso mehr. Pfeile auch nochmal mitgenommen. Können wir noch was herstellen. Alles voll, alles erledigt. Ja. Okay. Cool. Wo sind wir? Oh, hier sind welche, die patrouillieren. Das ist unheimlich. Die dürfen mich nicht sehen. Der kommt genau gerade in meine Richtung. Aber ich bin ja noch gut versteckt. Er dürfte mich hier gerade nicht sehen. Sehr schön. So. Aber wo sind die anderen Glocken? Da sind noch zwei Türme. Ich müsste nochmal zurück, ne? Komm, wir gehen nochmal zurück. Wir müssen da ja jetzt nicht hin. Nicht sofort. Vielleicht gibt es ja noch einen besseren Weg zu diesen zwei Türmen dahin, damit wir die anderen Glocken auch noch vielleicht kaputt kriegen. Ja, das war scheiße. Ich habe gehofft, dass sie sich ganz schnell am Seil festhält. Am Seil, am Seil. Also, hier bin ich ein bisschen näher dran. Dann konzentriere ich mich mal doch hier drauf. Wir gehen wieder da lang, aber dann müssen wir nochmal runter. Ich meine, das Geheimnis haben wir. Oh nein! Oh, und sie stirbt voll schnell. Dafür ist wahrscheinlich auch diese Fähigkeit da, die man lernen kann, dass wenn sie von hohen Sachen runterfällt, weniger Schaden nimmt, weil sie stirbt ja doch recht schnell. Wenn ich einfach mal ohne Seil...
Ich glaube, das ist sogar noch besser. Alarmglocken. Die sollte ich ausschalten. Ja. Habe ich vor. Nein, nein. Ich habe immer Angst, dass hier auch Wachen sind. Deswegen aufpassen. So. Ja, jetzt sind wir da, wo wir vorher waren. Können wir die Pfeile nochmal wieder einsammeln? Da oben ist es, wo ich hin will, oder? Oder? Bin verwirrt. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Ich muss vor allem mal wissen, wo ich lang soll hier. Da links will ich eigentlich eher. Mach mal so. Ist da einer oder was? Ich trau mich nicht, die ganzen Sachen einzusammeln. Nicht, dass da welche rumlaufen. Ist ein bisschen blöd. Tja. Da ist auch noch so ein Monolith. Ich gehe mal runter. Ich trau mich mal. Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Das ist blöd. Da haben wir noch was? Ein paar Ameisen. Hat der Nasenbär noch gefunden und? Irgendwas zum Abfackeln? Oder was ist das? Was ist das? Was ist das? Jawohl, Fahnenkriege. Beschießen Sie alle Fahnen der Unsterblichen, damit sie verbrennen. Ist was passiert? Hat mich jemand entdeckt? Hat mich jemand entdeckt? Oh oh. Scheiße. Scheiße! Scheiße! Warum kommen die jetzt hier auf einmal? Kommen die jetzt alle? Ja, toll! Die dürfen immer noch hoffentlich... Haben mich jetzt alle bemerkt? Shit. Haben sie oder nicht? Oh, das ist richtig scheiße. Wo kommen die auf einmal her und warum haben die mich entdeckt? Ich habe es irgendwie nicht mitgekriegt. Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Muss noch mehr mongolisch lernen. Ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Ja, jetzt bin ich schon mal hier unten. Jetzt ist auch egal. Da hinten war noch irgendwas zum Abfackeln. Und da war noch was in der Erde. Ich sehe irgendwie die Feinde immer auch nie. Wo sind die denn? Da. Ja, komm. Haha.
versuche die ganze Zeit so ein bisschen mehr Erfahrungspunkte zu kriegen, indem ich sie irgendwie ein bisschen cooler töte, aber ich habe gemerkt, dass meine Pistolenmuni irgendwie ausging. Oder was war hier los? Ja. Na gut. Die mal einfach ein bisschen anbrennen wäre natürlich auch eine Idee. Ist auch leiser, nehme ich an. Das wollte ich noch einsammeln, genau. Das war eigentlich mein Ziel. Aber okay. Oh, das wollte ich gar nicht. Ja, das wollte ich. Dann nehmen wir uns das noch. Brauchen wir gar nicht. Okay. Ja, eigentlich suche ich die Glocken, aber irgendwie ist hier so viel, was man übersehen kann. Die man nimmst und wirfst. Auf sonst wen? Das wäre natürlich schön gewesen. Ach, guck mal, hier, auf das könntest du das... Nee, das ist zu laut. So. Noch eine. Da ist auch noch eine. Sehr schön. 3 von 8. Da unten liegt auch noch irgend so eine Art Geheimnis oder was? Da ist auch noch eine Kiste zum Runterholen. Oh Gott, gibt's hier viel zu tun. Ich höre doch schon wieder jemanden. Geh mal hier hin. Unglaublich. Der Stil wirkt antik. Aber es zeigt einen Zug. Die Ankunft der Sowjets. Okay. Nicht schön. Oh Mann, ich mag hier gar nicht sein. Sehr unheimlich irgendwie. Kann man das auf? Ja, kann man. Was ist denn da noch drinne? Oh ja. Lara in Flammen. Noch was? Sehr schön. Nimm alles mit, was du kannst. Brauchen wir nicht, alles klar. Oh, da ist ein Wildschwein. Wo sind die Gegner? Ich höre die immer... Ach, da. Warte mal, den kriegen wir doch hin, oder? Jawohl. Oh, jetzt wissen sie aber alle Bescheid, oder was? Ach, weil da noch einer war. Shit. Jawohl. Okay. Es ist aber ganz gut. Sonst wäre ich schon längst freiwillig gestorben. Oh, das war nicht gut. Das war zu hoch. Es ist ganz gut, dass die, wenn man die anscheinend erledigt hat, nicht alle Bescheid gleich wissen. Also, dass man hat die 2 dann und das war's dann auch. Das ist sehr gut. Oh, oh, da kommt wieder einer. Da kommt hier einer. Ach, so. Jawohl. Das Schwein. Ein optionales Herausforderungsgrab gibt's hier. Ach, ey. Wo ist denn hier ein Herausforderungsgrab? Aha. Ist interessant. Ja, ich weiß, ich irre hier sehr viel hin und her gerade über den Part, aber ihr seht ja, wie viel es einzusammeln gibt.
Und das finde ich natürlich auch sehr cool. Und ich glaube, da ist das Grab. Macht sie da? Was war das jetzt? Achso. Ja, die Ratte können wir auch nochmal, oder? Weg war sie. Da war ich zu langsam. Ein paar Pfeile. Da ist ein Grab. Wahnsinn. Ja, wenn schon, denn schon, oder? Nicht so ruckeln, Framerate, bitte. Jawohl. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, oh. Ich wollte eigentlich... Aber geh doch mal weg. Oh mein Gott. Es ist so eng und hektisch und eng und hektisch. Oh, jetzt weidet das Vieh aus. Eigentlich wollte ich einen Giftpfeil und dann hat sie mit Feuerpfeilen, Granatpfeilen. Ich dachte, okay, müsste ja eigentlich auch gehen, aber anscheinend sind die Giftpfeile, naja, weiß ich nicht. Die hätten wahrscheinlich beide gleich viel gebraucht. Das war gut. Also das war vom Kämpfen jetzt nicht gut, aber es war gut, dass wir den jetzt erledigt haben. Was gibt's hier noch? Dann gehen wir da durch die Mauer. Wie ist denn das jetzt hier? Dann stellen wir wieder welche her. Wir wieder was haben. Wo ist denn Gift? Da wäre Gift gewesen, alles klar. Unbekanntes Gebiet. Optionales Herausforderungsgrab. Juhu! Da ist sie wieder. Tomb Raider. Eine blaue Glasvase in hervorragendem Zustand. Davon gibt es nicht mehr viele, verständlicherweise. Sehr hübsch. Hübsche Vase, die sie da gefunden hat. Münzen, sehr gut. Dann können wir da bei dem Typen beim Funkturm nochmal hin. Laufe ich jetzt zurück oder... Oder... Laufe ich jetzt hin oder zurück? Wo sind wir denn jetzt hier? Da ist auch noch irgendwas. Oh Gott, wenn ich jetzt hier runtergehe, geht es dann ab mit Kämpfen. Es könnte sein, es könnte sein. Ich glaube, wir müssen einfach mal springen. Man konnte doch einen Kopfsprung machen. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Ja! Wie toll! Ich habe einen Kopfsprung geschafft. Juhu! Das freut mich, ja. Ja, man muss es im richtigen Moment machen. Ich wette, der nächste klappt wieder nicht. Aber naja. Wird schon. Mit ein bisschen Übung. Ein Eisenanhänger. Die Soldaten des Reichs trugen sie manchmal an ihren Gürteln. Aha. Was die alles weiß, ne? Die ist ja auch noch relativ jung, die Lara. Hm. Da kann ich wieder hoch. Ich glaube, wir sollen aber nicht hoch. Oh, das nehme ich auch noch mit da hinten. Dann gehen wir hier mal runter. So cool aus. Wow. Ruinen unter Wasser. Neues Basislager entdeckt. Das ist ja cool. Und da ist auch noch was in der Erde. Geothermale Kaverne ist das. Wir kümmern uns mal um unsere Waffen und so. Nö.
können den Bogen, wir können alles eigentlich besser machen. Bogen ist aber schön und Bogen muss gemacht werden, damit kämpfe ich viel. Ein antiker byzantinischer, der wäre natürlich auch schön immer wieder. Weiße Witwe, ja, Compound, Rekurve. Für alle Situationen. Machen wir mal den alten Hornbogen besser. Daumenring. Geweih, Schussauslöser und byzantinischer Stil für schnellere Spann- und Schussgeschwindigkeit. Geschwindigkeit, so. Und wir können aber auch noch mal was bei der Pistole machen. Und zwar ergonomischer Griff. Der optimierte Griff erlaubt einen komfortableren Halt und eine bessere Rückstoßkompensation. Anwendbar bei allen. Tada. Das haben wir auch. Cool. Coole Sache. Schön. Und dann werde ich natürlich das Outfit jetzt mal ändern. In irgendwas, weiß ich nicht. Irgendwas, ist ja immer noch kühl hier. Oder sollen wir das Kommando-Outfit einfach mal trotzdem anziehen? Ich warte auf den Moment, dass ich das irgendwie passender finde. Sibirischer Waldtür, das können wir eh nicht anziehen hier, die Sachen. Fehlen uns hier die Ressourcen anscheinend. Geistweber, Whiteout, Hönley-Shirt, Jacobs-Jacke, kampferprobt. Doch, das lasse ich mal. Ich glaube, das nehme ich mal. Das hatte ich ja auch vor einer Weile mal an, aber das passt ganz gut. Fähigkeiten sind wir so ein bisschen getarnt, weißt du? So, ne? Leute angreifen und so. 12 von 19, 10 von 19. Dann müssen wir den Jäger, glaube ich, mal ein bisschen aufpimpen hier. Plünderer. Erhöhen Sie die Munitionsmenge. Nerven aus Stahl bleibt erheblich länger stabil. Ist natürlich auch gut. Feuern Sie gleichzeitig bis zu 3 Pfeile. Ist auch gut. Schrotflintenexperte, Überlebenskunst, Finesse, ich mach mal Finesse. Genau. Jetzt kriegen wir irgendwie mehr Erfahrungspunkte, wenn ich in coole Sachen hinbekomme, die ich eh nicht hinbekomme. Aber naja. Man kann es ja mal ausprobieren. Ach ja. Ein Cut wäre vielleicht an der Stelle gar nicht mal so schlecht. Wir sehen uns im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Oh, jetzt kommt auch wieder die Inception-Grabmusik. Ach, wie toll. Ja, wir sehen uns im Grab hier das nächste Mal. Bis dann.